Name ist Markus Kaiser, ich komme aus Stühlingen-Wangen. Wir bewirtschaften zu Hause in einer GbR, einem Milchviehbetrieb mit 170 Hektar Acker und Grünland. Mein Name ist Bertin Ebner, ich komme aus der Gemeinde Höchenschwann. Wir haben auch einen Milchviehbetrieb mit 75 Milchkühen mit Nachzucht, etwa 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und Wald. Die Schwarzwaldmilch hat die Aufgabe, die tolle qualitative Milch, die wir bekommen, die wir abholen, in Produkte zu formen, in Endverbraucherprodukte zu formen, also ihr ein Gesicht zu geben, dieser Milch, und letztendlich den Vermarktungsprozess zu betreiben. Wir haben die Produktion im Schwarzwald und wir vermarkten dann die Produkte in Baden-Württemberg, also im Umfeld und darüber hinausgehend. Wir profitieren dadurch, dass unsere Milch einen sicheren Absatz hat, also über die Genossenschaft. Sie wird jeden Tag regelmäßig abgeholt. Ich muss mir da keinen direkten Kopf der Wege machen. Unsere Molkerei versucht immer mehr auf Markenprodukte unsere Milch zu verarbeiten, dass wir einfach einen besseren Preis dann generieren können. Also Milchwirtschaft ist eine hochdynamische Branche, extrem schnell. Wir müssen eigentlich in 2 Tagen für die Milch eine Form gefunden haben, sonst wird sie schlecht. Und wenn Sie eine Form gefunden haben, sprich ein Produkt daraus gemacht haben, dann müssen Sie zwischen im Frischebereich zwischen 14 bis 16 Tagen die Produkte wieder beim Kunden haben. Das heißt, wir sind hier in einer hochkomplexen, superschnellen Branche. Viele Betriebe stellen heute um auf automatische Melktechnik. Und das ist also auch nicht mehr ganz so die Handarbeit wie früher, sondern mehr mit Maschine und technischer Unterstützung. Wir haben eine vegane Gesellschaft gegründet, die Black Forest Nature, als Spill-off, als Start-up, was sich mit veganen Produkten beschäftigt. Unsere Jugend sind alle außerlandwirtschaftlich tätig, aber sie wollen die Landwirtschaft weiterführen. Die Landwirte sind verantwortlich dafür, für die Lebensmittelproduktion, und dafür sollten wir auch einen fairen Preis bekommen. Wir haben also hier klar die Absicht auch, dass wir das Unternehmen organisatorisch so stabil aufstellen, dass es in 10 Jahren sehr, sehr stabil dort steht und dann die nächsten 10 Jahre sozusagen gestalten kann.